Nächte der Enttäuschung, als WWE-Events nicht das hielten, was sie versprachen, jetzt bei Pro 10. 10. Royal Rumble 2015. Wenn ihr enttäuscht wart vom Royal Rumble dieses Jahr, dann lasst euch sagen, Royal Rumble 2015, da waren noch viel mehr Wrestling-Fans richtig angenervt. Der Main Event hat bei diesem Rumble überhaupt nicht funktioniert. Dabei ist das Hauptmatch eines Pay-Per-Views ausschlaggebend. Es entscheidet maßgeblich darüber, wie der Zuschauer das Event in Erinnerung behält. Der Royal Rumble schloss 2015 mit seinem namensgebenden Match, dem 30-Männer Royal Rumble, und einem Sieger, der die ganz große Titelchance bei WrestleMania erhalten sollte. Schon im Jahr davor wurden die Fans mit einem Sieg von Batista enttäuscht. 2015 gab es dann einen ganz anderen Buhmann in Roman Reigns. Viele Fans sahen in ihm den längst auserkorenen John Cena 2.0, der neue Superman, der Auserkorene, der über Jahre an die Spitze der WWE gepusht werden wird und auch da bleiben soll. Im Endeffekt kam es auch dazu, das haben viele Fans damals schon vermutet. Egal was vor der Show passierte, mit dem Sieg von Roman Reigns war die Veranstaltung für viele gestorben. So sehr wünschte sich das WWE-Universum Daniel Bryan damals als Gewinner. Die Erwartungen wurden enttäuscht und nicht mal The Rock konnte das revidieren. 9. WrestleMania 25. Das perfekte Beispiel einer One-Match-Show, WrestleMania 25. Zweifelsohne gehört HBK gegen Undertaker zu den großartigsten Matches der WWE-Geschichte. Dennoch war das Event neben diesem Klassiker für die allermeisten Fans enttäuschend. Ein durchschnittliches Money-in-the-Bank-Ladder-Match, unspektakuläre Aufeinandertreffen in der Card-Mitte, gefolgt von einem langweiligen Main-Event. So könnte WrestleMania 25 in einem Satz zusammengefasst werden. Das größte Problem der Show war das Hauptmatch. Mal wieder. Um den Abend abzuschließen, standen sich Randy Orton und Triple H im WWE-Titelmatch gegenüber. Fast 25 Minuten ging es langsam und methodisch hin und her. Die Stimmung in der Halle verschwand nach und nach. Am Ende feierte Triple H seine Titelverteidigung im Austragungsort Texas. Damit ging WrestleMania 2009 off-air. Viele Zuschauer schalteten an diesem Abend enttäuscht den Fernseher aus. 8. WrestleMania 32. Die größte WrestleMania mit über 100.000 Zuschauern fand 2016 ebenfalls in Texas statt. Wie bei WrestleMania 25 waren viele Fans nach der Veranstaltung enttäuscht. Dabei fing der Abend eigentlich actionreich an mit einem Intercontinental Championship Ladder Match. Zack Ryder gewann hier überraschend. Auch Chris Jericho und AJ Styles zeigten einen unterhaltsamen Kampf. Allerdings hatte das Event zur Mitte einen Durchhänger. Vor allem beim Match Brock Lesnar gegen Dean Ambrose hatten viele Fans mehr erwartet. Nach gut 12 Minuten gab es den Sieg der Bestie zu sehen. Die Frauen lieferten dann ab. Das Triple Threat Match von Charlotte, Lynch und Banks gilt für viele heute noch als Match of the Night. Danach kam allerdings nicht mehr viel Überzeugendes und das war eine sehr, sehr lange Show. Es gab anschließend einen Zellenkampf von Shane und Undertaker, die Andre the Giant Memorial Battle Royal mit Baron Corbin als Sieger und den langsam geführten Main Event von Triple H und Roman Reigns zu sehen. In diesem Sinne haben WrestleMania 25 und WrestleMania 32 einiges gemeinsam. Beide fanden in Texas statt, bei beiden stand Triple H in einem langatmigen Main Event einem jüngeren Talent gegenüber und beide Veranstaltungen enttäuschten die Erwartungen vieler Fans. Auch von den offiziell 101.763 Live-Zuschauern gingen viele schon vor dem Pinfall im letzten Match des Abends nach Hause. Zu vorhersehbar war der Sieg von Roman Reigns und seine Siegesfeier mit Konfettiregen. Außerdem war der Abend einfach viel zu lang. Das war die längste WrestleMania der Geschichte. Es war einfach insgesamt too much. 7. SummerSlam 2007. Das größte Event des Sommers vor 11 Jahren trug den Titel The Party is Over. Der Name war Programm. Eine durchwachsene Veranstaltung mit Matchpaarungen, die kurz vorher ohne große Bedeutung oder Hintergründe für das Event angekündigt wurden. Dazu gehört auch die Ansetzung Batista gegen The Great Khali. Ein Match ohne großen Aufbau oder Storylines, nur die beiden Rückkehrer Rey Mysterio und Triple H sorgten für Vorfreude in ihren Matches. Am Abend wurde aber klar, dass beide noch nicht zu 100% fit waren. Pay-Per-View-Qualität gab es in ihren Kämpfen nämlich eher weniger zu sehen. Rey besiegte Chavo Guerrero und The Game konnte King Booker bezwingen. Im Main Event wurde wrestlerisch immerhin abgeliefert. Matchqualitativ war John Cena gegen Randy Orton um die WWE Championship nämlich der Höhepunkt des Abends. Aber wieder hatten die Fans etwas zu meckern. Nicht über das Wrestling, vielmehr über den Ausgang. John Cena gewann, eine kontroverse Entscheidung, die von vielen kritisiert wurde. Eine Party war der SummerSlam 2007 auf jeden Fall nicht. Von daher war der Slogan absolut richtig gewählt.
6. WrestleMania 2000. Es war die 16. WrestleMania. Im Folgejahr wurde ein großes Spektakel geboten. WrestleMania X7 gilt für viele als die beste WrestleMania der Geschichte. WrestleMania 16, das Jahr zuvor, untertraf allerdings die Erwartungen. Im größten Kampf des Abends, im Main Event, standen die vier größten Stars: Triple H, Mick Foley, Big Show und The Rock. Alle traten um die WWE World Heavyweight Championship an und das machte sich vor dem Hauptmatch bemerkbar. Teilweise fehlte nämlich die Star Power, teilweise das Interesse der Zuschauer. Obwohl das Tag Team Ladder Match eine actionreiche Performance war, gab es sonst nichts, was der geneigte Fan gesehen haben muss. Die Veranstaltung kam einfach nie so richtig in Fahrt. Das letzte Match des Abends mit den großen Stars dauerte fast 40 Minuten. Triple H verteidigte seinen Titel. Wahres WrestleMania-Feeling kam allerdings nicht auf. 5. Raw 25. Am 25. Geburtstag von Raw sollten viele Legenden zur roten Show zurückkehren. Aber nicht nur Legenden, sondern auch WWE selbst feierte ein Comeback. Die Rückkehr in den Manhattan Center, die allererste Raw-Austragungsstätte, das wurde zelebriert. Hier lieferte der Undertaker auch direkt eine Promo im Ring ab. Allerdings beantwortete er keine Fragen, sondern warf eher nur neue auf. Wo der WrestleMania-Gegner für das Fiend erwartet wurde, entstanden nur neue Fragezeichen und die Fans waren nach dieser Promo irgendwie verdutzt. Auch die Einsetzung der Legenden am Abend sagte vielen Fans nicht zu. Mini-Auftritte in Backstage-Segmenten, in denen Poker gespielt wurde, that's it. Die Wiedervereinigung von DX und einige nostalgische Momente mit Razor Ramon gehörten zu den Highlights. Auf Kosten der Zukunft zerstörten die Allstars dann, alle zusammen, The Revival im Ring. Aber auch Damenmatches ohne Kontext und der kurze Squash-Sieg von Wyatt über Hardy sprachen nicht für diese Veranstaltung. Die Enttäuschung der Fans im Manhattan Center war sogar so groß, dass sie ihr Geld für die Tickets teilweise zurückverlangten. 4. WrestleMania 27, eine weitere größte Show des Jahres, dieses Mal im Jahr 2011. Sie startete mit einem World Title Match, es wurde zudem der letzte Kampf von Edge. In 11 Minuten besiegte er Alberto Del Rio, ein unspektakulärer Start, der den ersten Stein in der Reihe von Dominosteinen umwarf. Es blieb unspektakulär. Unter anderem hatte Michael Cole ein Match, das eine Viertelstunde lang dauerte. Lediglich das große Undertaker gegen Triple H Match unterbrach die umfallenden Steine und stach heraus. Ein absoluter Klassiker war das, doch damit endete das Event nicht. Der Main Event zwischen John Cena und The Miz brachte einen neuen Tiefpunkt der Veranstaltung und bewies, dass The Miz zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den WrestleMania Main Event gehörte, zumindest in den Augen von vielen Zuschauern. Nicht einmal The Rock als Host konnte die Show hier retten. 3. WrestleMania 2. Nach dem großen Erfolg der allerersten WrestleMania wollte Vince McMahon mit seinem Projekt nun so richtig durchstarten. Die Veranstaltung wurde in drei Hallen ausgetragen. In Los Angeles, Rosemont und Uniondale gab es WrestleMania Live. Damit war die größte Show des Jahres über das ganze Land verteilt. Für die Fans vor den Bildschirmen und Leinwänden wurde hin und her geschaltet. Die Live-Zuschauer bekamen allerdings verhältnismäßig wenig Action geboten und wurden in den Phasen, in denen in ihrer Halle nichts los war, einfach gelangweilt. Hogan trat in einem Cage-Match gegen King Kong Bundy an, es folgte ein Boxing-Match mit Mr. T, auch eine WWF und NFL Battle Royal wurde ausgetragen, Andre the Giant gewann diese in Rosemont. Insgesamt floppte das Konzept allerdings, nicht nur die Live-Zuschauer waren enttäuscht und daraus lernte Vince McMahon und entwickelte, wie so oft in den Folgejahren, einen neuen, noch besseren Plan. WrestleMania 3 war daraufhin ein Highlight für seine Firma. 2. WrestleMania 9. Manchmal ist eine Show einfach zum Scheitern verurteilt. Die Matchcard von WrestleMania 9 war nicht gerade vielversprechend. Die wrestlerische Qualität stand zur damaligen Zeit nicht so intensiv im Vordergrund, wie sie es heute tut. Dennoch, wenn ringerisch so wenig geboten wird wie bei WrestleMania 9, haben die Fans irgendwann einfach keine Lust mehr. In Las Vegas veranstaltete WWE für die 9. Ausgabe der größten Show in einem Kolosseum. Thematisch war alles daran angelehnt, die Optik dieser Show, sie unterschied sich maßgeblich von den anderen WrestleManias, all das war kreativ. Allerdings unterschied sich nicht nur die Optik von den anderen WrestleManias zuvor, sondern auch die Qualität. Wer die Veranstaltung aus heutiger Sicht noch einmal sieht, dem fällt auf, wie unglaublich skurril sie ist. Vor allem das Geschehen im Main Event ist unglaublich. Yokozuna gewinnt den Titel von Bret Hart. Harts Freund Hogan kommt danach nach draußen, spricht eine Herausforderung an den neuen Champion aus und besiegt diesen nach 21 Sekunden. Einfach so.
Insgesamt ist WrestleMania 9 eine verrückte Show, die ganz schwer einzuordnen ist. Für eine WrestleMania ist sie allerdings qualitativ unglaublich enttäuschend. 1. Invasion. 2001 fand mit Invasion der erste WWE Pay-Per-View statt, der die Invasion der WCW und ECW-Stars storyline-mäßig aufgriff. Hier wurde der Grundstein für die Geschichten nach dem Monday Night War gelegt. Die Fans waren gespannt. Das Zusammenwirken von so vielen großartigen Talenten, WCW, ECW und natürlich WWF-Stars, das kann doch eigentlich nur gut werden. Oder? Füller-Matches und das chaotische Booking führten dann letzten Endes zur Enttäuschung vieler Zuschauer. Nahezu alle Matches dauerten circa 5 Minuten und lieferten maßgeblich deswegen nicht ab. Die Wrestler hatten gar keine Möglichkeit, sich wirklich zu zeigen und wirklich zu zeigen, was sie drauf haben. Highlights des Abends waren dann das Match zwischen RVD und Jeff Hardy, die länger als viele andere zuvor im Ring stehen durften, sowie der Main Event Brawl. Unterm Strich wäre hier trotzdem viel mehr möglich gewesen, weshalb viele Fans diesen Pay-Per-View als Enttäuschung in Erinnerung behalten. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Schreibt eure Meinung zu diesen Events in die Kommentare und welche Events euch so richtig enttäuscht haben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.